Hallo Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Jo. Und ich, der Dirk. Hallo. Und wir haben ein Set mitgebracht. Ein, ja, großes Set, ein imposantes Set. Mhm. Herausforderndes Set teilweise. Das würde ich jetzt auch sagen. Also ich weiß ja schon mehr als ihr. Ihr erfahrt es jetzt gleich. Aber ich denke, das ist, was die Bautechniken angeht, durchaus eine Herausforderung. Aber was haben wir denn hier überhaupt? Es ist ein... Ein Raumschiff. Ein Raumschiff. Es ist ein Raumschiff, Und zwar ist es ein relativ flaches Raumschiff. Eine Flunder. Ja. Ihr seht hier tatsächlich auch schon einen Teil des Problems. Es ist relativ schwer. Ja. Und wir zeigen dann auch gleich noch, es steckt hier ein Liftarm, zeigen wir euch auch gleich noch. Und demzufolge ist die Hebelwirkung nicht unser Freund. Also ihr könnt das Ding auch von dem Stand runternehmen, könnt quasi... Jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht Spoiler. Also ja. Man kann es von dem Stand runternehmen, sage ich jetzt einfach. Man kann es von dem Stand runternehmen. Ihr fangt tatsächlich auch an, mit dem Stand zu bauen. Anleitung. Also ihr seht, es ist stabil, aber man sollte es nicht in der Nähe von Katzen aufbewahren. Die hätten nämlich wirklich Spaß daran. Also hier unten sind zwei kleine Löcher, ne, wo man Liftarme reinstecken kann. Also die gucken so weit oben raus, das seht ihr gleich noch. Da steckt das Ding drauf und hinten ist es nochmal mit einer Achse quasi arretiert. Jetzt hat das Set noch eine weitere Besonderheit, auf die der Jo dann gleich zu sprechen kommt. Mhm. Und die ist ursächlich dafür, dass quasi dieser obere Teil und dieser untere Teil mehr oder weniger nur hier vorne an diesem Hals, wo auch die Kanzel dran sitzt, miteinander verbunden sind. Und dementsprechend tut die Schwerkraft ihr Übriges und zieht das Ganze eben ein bisschen zur Seite. Also entweder es steht auf dieser Seite oder es steht auf dieser Seite. Exakt aufrecht wird schwierig. Das heißt, also wenn ihr es euch ins Regal stellt, wäre jetzt meine Empfehlung, stellt es euch ein bisschen schräg hin. Ne? Also quasi so irgendwie, dann sieht man es nicht. Es steht stabil, da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Aber kerzengerade ausgerichtet, also ins Lot kriegt ihr es, sag ich mal, eher nicht. Erst recht nicht, nachdem ihr es transportiert habt und demzufolge sich die Teile ein bisschen gelöst haben. Aufkleber gibt es zwei Lappen. Also zwei wirkliche Lappen. Das ist schon ein Haufe Zeug. Ich weiß nicht, wofür ich brauche. Nur für die roten Dinge. Ja, also, wofür denn? Das sieht doch auch so gut aus. Nö, ja, würde ich auch sagen. Also ich würde es auch nicht draufkleben, aber für alle von euch, die sagen, nein, ich kaufe mir das Set nur wegen den Stickern, hier sind sie. Oder für den Fall, dass ihr möchtet, dass eure Kinder die Fenster dekorieren. Oder das, ja. Das macht keinen Spaß, die abzukriegen. Genau, ich wollte es gerade sagen, die kriegst du bestimmt wunderbar wieder ab. Ceranfeldschabe und Spiritus. Ja. So, man baut das ganze Ding in Bauabschnitten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gebaut, muss ich selber sagen, zugeben. Aber der Volker aus dem Lager hat es gebaut und der hat mir wirklich davon berichtet und geschwärmt, wie sich es baut. Es hat Bauabschnitte, 13 plus einen zusätzlichen, zu dem kommen wir noch. Und er sagte, wovon er unglaublich begeistert war, ist, dass es immer in 10er Bauschritten, also nicht Bauabschnittstüten, also auch, aber dass da ein Tütchen immer die 10 Bauschritte waren. Echt? Also eine Tüte sind 10 Bauschritte, das heißt, wenn du wie viel hast du gesagt, 13 Bauabschnitte? Ja. Also 130 Bauschritte. Ich weiß es nicht genau. Ja gut, ja, doch, muss ja, wenn es so ist, wie er gesagt hat, muss es ja so sein, oder? Möglich. Also wenn es so ist, wie er gesagt hat, muss es ja so sein. Das ist auch ein toller, verwirrend. Hier ist ein verwirrender Satz. Sehr verwirrender Satz. Ja. Er sagte, das war sehr entspannt zu bauen, trotz dieser wirklich riesigen Größe, weil er konnte das abends immer machen und er hat gemeint, er hätte das in 8 Stunden runtergebaut. Und wir verraten es euch gleich, aber schätzt doch mal so für euch, wie viele Teile das Ding hat. Also ich muss sagen, ich habe ordentlich daneben gelegen. Ich kann es in der Anleitung zeigen, wo die Teile sind. Wie, wo die Teile sind? Und zwar, wo wir gerade... Ach so, wo die Teile hinkommen. Ja. Ich glaube, ihr werdet es unterschätzen. Das hat nämlich deutlich mehr Teile, als man auf den ersten Blick denken würde. Ja, andererseits ist es riesig. Ja. Also, ihr baut zuerst diesen Kern. Hier, mit Brackets und Teilumkehrungen in allen möglichen Richtungen, in diesem riesigen Zahnrad, zu dem wir vorher noch kommen. Noch ein kleiner Hinweis von mir, wenn ihr diese Zahnräder habt und ihr seid nicht absolut sicher, dass sie zusammengesteckt werden müssen in dem Zeitpunkt, lasst sie auseinander, ihr kriegt sie nicht mehr auseinander. Hä? Diese großen Technik. Achso, du meinst die, ich weiß, was du meinst, mit den, die haben wahrscheinlich diese mit 4 Pins festgemacht, wahrscheinlich. Ja, die kriegst du nicht mehr raus, nee. Und die Flügelkonstruktion, die da drankommt. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Baut ihr so. Diese Teile kenne ich noch damals, als ich Kind war. Die habe ich immer unter Autos runtergemacht, Achse durch, Räder dran, fertig war das Auto.
sind hier Unmengen dran, mit Liftarmen stabilisiert, um die Seitenplatten anzubringen. Das wirft direkt bei mir die Frage auf, wie viel Spaß und Kurzweil macht es denn an diese doch lose aufgehängten Elemente, die sind ja drehbar, ne? Die sind wahrscheinlich mit Pins oder mit einer Achse irgendwie festgemacht. Dreierpins. In Blau. Die sind ja dann mehr oder weniger lose. Wie viel Spaß und Kurzweil bringt es auf diese Dinge beidseitig dann die Platten aufzubringen, die ja dann mehr oder weniger gleichzeitig an 100 Noppen... Wenn du so umdrehst und dann drauflegst, dann... Geht das easy? Okay. Also beim Saalbau, der Blaustein war das ja auch teilweise an genau. Den Rennen und da richtest du sie halt einmal aus und dann sitzt sie drauf. Okay, gut, weil ich hatte nämlich auch schon mal ein Set, das so eine ähnliche Technik genutzt hat, wo ich verzweifelt bin, weil da hast du es dann auf einer Seite passend gemacht, dann sind sie dann hinten wieder verrutscht und hier und dann sind sie da wieder verrutscht und ich glaube, der Margo hat bei diesem großen dreieckigen Raumschiff, das er da vorgestellt hat in dem Video, das wird ja auch oben und unten mit diesen Platten, die sind ähnlich befestigt. Und ich glaube, da ist er auch die Wände hochgegangen. Ja, es gibt Anleitungen, zwei Bücher plus ein kleines Heftchen. Tada! Ein kleines Heftchen, genau. Und dieses kleine Heftchen birgt ein Geheimnis. Birgt den 14. Bau. Den 14. Bauabschnitt. Soll ich mal ins Bild ziehen? Wir können erstmal mit dem fangen wir von vorne. Denn ihr baut als allererstes den Stand. Was immer eine sehr gute Idee ist, weil dann kann man das Ding irgendwo abstellen. Achten wir auch darauf bei unseren eigenen Entwicklungen, dass man immer den Stand zuerst baut. Man kann dieses Set natürlich auch anders aufbauen. Dafür ist der 14. Bauabschnitt da. Das ist jetzt genau, der 14. Bauabschnitt mit seiner separaten Anleitung Nummer C, der zeigt euch quasi, wie ihr diesen Stand hier baut. Ne? Also das ist quasi die... zweite Möglichkeit, das Schiff darzustellen, nämlich nicht hochkant, sondern in Landeposition. In Landeposition, weil der dreht sich dann so und dann landet er und das zeigen wir euch jetzt mal. Ja. Also wie gesagt, hier drin seht ihr dann, ist genau wie die andere Bauanleitung auch, nur halt ein bisschen dünner, weil es ist nicht viel, ist eine separate Bauanleitung. Ich kann es euch aber auch nochmal zeigen, bevor ich es runternehme und ihr es nicht mehr so gut seht. Hier habt ihr das Zahnrad. Hier könnt ihr schon andeuten, dass es drehbar gelagert ist. Das zeigen wir euch gleich noch. Jetzt. Und hier hat man die große Flügelkonstruktion, die halt an diesem Technikrahmen mit Platten gelöst wurde, die auch relativ schwer ist. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn das Drehen jetzt ein klein bisschen länger dauert. Bevor du drehst, ich habe das hier aufgenoppt. Ja. Hier unten an diesen durchsichtigen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Ich habe nur gesehen, da sind Noppen. Das kann man bestimmt aufnoppen, damit es sich nicht dreht. Nur damit du jetzt Bescheid weißt. Und deswegen ist es so gedacht. Genau, dachte ich mir. Damit das halt ein bisschen mehr ist. Da haben wir ja richtig mitgedacht. Ja, also das Design ist schon durchaus durchdacht. Gell? Und wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Jetzt seht ihr auch die großen Liftarme. Und was ich auch schön finde, jetzt nochmal ganz kurz erwähnt, ist, dass der Stand hier verziert ist. Ne? Dass da so ein kleines Terminal ist und ein paar Kistchen und so weiter. Hätte man sich sparen können, finde ich aber ganz nett. Also, ihr nehmt das hier runter. Vorsichtig. So, jetzt musst du machen. Jetzt weiß ich nämlich. Ja. Und dann dreht ihr das etwas. Und jetzt wird eine dritte Hand ganz praktisch. Also, Achtung, es geht. Zack. So. Jetzt ist der Mittelteil gedreht. Jetzt musst du es aber selbst machen. Irgendwie sorgfältig hier aufnoppen. Aufnoppen. Ja. Jetzt hat er sein Triebwerk verloren. Warte mal. Ja. So. Aufnoppen. Ja. Also aufnoppen kann man das irgendwie, aber da müsste ich jetzt unter den Tisch krabbeln und das will keiner. Es ist ein bisschen tricky. Also ich würde sagen, wir lassen gut, besonders sicher steht er nicht. Seht es uns nach. Das ist mit diesen, einmal zwei T-förmigen Liftarmen. Mit den Noppen, Negativnoppen. Genau, Negativnoppen und die sind dann an zwei Stellen. Also hier und hier vorne ist das Ding aufgenoppt und das mittlere Teil, wenn es dann in Landeposition gedreht ist, sitzt hier unten in so einer Mulde, ja. Vertiefung, wie auch immer. Das hier ist meines Erachtens die wesentlich sicherere und weniger risikobehaftete Position, das Modell darzustellen. Wenn ihr den Platz habt, stellt es euch so hin. Im Endeffekt macht das wie es euch gefällt. Also ihr könnt es auch aufrechnen. Wie gesagt, das Problem ist nicht, dass es nicht stabil ist, sondern es neigt sich halt so ein bisschen zur Seite. Aber das ist halt eben der Technik geschuldet, dass das eigentliche Raumschiff eigentlich nur das hier ist und das da hinten dran hängt. Und das ist halt... Gut, die Physik lässt sich halt nicht aushebeln mit Klemmbausteinen, aber schön, dass es die Möglichkeit gibt, das eben so und so darzustellen. Ja.
Also mir gefällt das Ganze sehr gut. Ja. Die Farbkombination von Weiß und Dunkelrot gefällt mir ja, gell, immer. Also wer sich das ausgedacht hat. Grau ist auch nie verkehrt. Nö. Und die Aufkleber, ich bräuchte sie nicht. Also wenn ihr sie haben wollt, macht sie dran. Wenn nicht, lasst sie weg. Ich finde es auch ziemlich cool, schön detailliert gestaltet. Also dieses Gekriebel hier drauf ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Hier zum Beispiel, dass das mit diesen Wedgeplates und mit diesem Teil so ein bisschen erhaben ist. Hier laufen noch ein paar Rohre rum. Das da finde ich auch ziemlich cool. Also es gibt ja auch Sets, wo das eben nicht so schön gelöst ist. Die sind halt einfach blatt und glatt. Die haben keine Erhebung, da ist gar nichts dran. Finde ich bei dem hier ist es nicht so. Das ist sehr schön detailliert gemacht. Auch die Triebwerke hier. Also ich finde, es ist ein tolles Set. Also mir gefällt es. Zu den Triebwerken. Oh, da ist ja ein Print. Ja, einer ist da. Also zwei sogar. Guck mal, hier die Kanzel ja auch. Ja, die anderen hier an der Seite sind sie auch gedruckt, denn alle, die schon mal einen Aufkleber auf eine gewölbte Oberfläche aufbringen mussten, wissen, dass das echt kein Spaß ist. Ja. Ja. Was mir der Volker noch mitgegeben hat, ist diese Antriebe hier. Es ist leider kein Set von uns, ansonsten wäre uns das aufgefallen, hoffe ich. dass diese Antriebe hier ein bisschen locker sind, aber er sagte mir, für den Fall, dass ihr noch so 2x2 Roundplates habt und die unten drunter packt, sieht man es kaum und sie sind deutlich stabiler. So, Hintergrund des Ganzen ist, die sitzen nur auf vier Noppen. Ja, die wiegen jetzt zwar nicht besonders viel, aber hier ist dann doch schon ein ganz schöner Hebel. Ne? Und die sind hier nur an den vier Noppen aufgenommen. Also das sitzt fest. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier, du hauchst das an und es fällt ab oder so. Aber wenn ihr beim Rumhantieren, und ihr habt ja gesehen, wenn man das aufrecht hinstellt, macht es am besten mit jemandem zusammen. Wenn da vier Hände dran rummengen, kann das schon sein, dass du mal dagegen kommst. Und wenn du da halt so dagegen kommst, dann fällt es ab. Aber ansonsten sitzt das da stabil dran. Ist jetzt also nichts, wo man, Moment, jetzt muss man nur die Noppe richtig treffen. So, passt. Hält. Ja. Ja. Ansonsten, hier sieht man auch hier oben, ich halt, kipp's nochmal. Jetzt willst du es aber wissen, gell? Ja. Mit dem Kippen. Uha, der biegt sich ein bisschen. Der Hast du ihn aufgenommen? Nee, hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Ihr seht diese ganze Oberflächenstruktur, da gehen die ganzen Teile hin. Und zwar sind es wie viele? Es sind 5749 an der Zahl. Derjenige von euch, der es exakt richtig getroffen hat, hat nichts gewonnen. kann sich einfach freuen, dass er richtig liegt. Da lese ich doch jetzt einfach mal, wo ich sie gerade in der Hand habe, die Setcard vor. Das ist das Star Revenge Shuttle von Reobrix. Die Setnummer ist die 107567. Teileanzahl, wie gesagt, 5749 für 299,95 €. Die Abmessungen sind, je nachdem, wie ihr es euch hinstellt, 39 cm in der Tiefe, würde ich sagen. In dem Fall wahrscheinlich 26 in der Höhe oder auch 26 in der Breite, das weiß man nicht so genau. Und wenn es dann aufrecht steht, 58. Also man kann sagen, die Flügel haben 58 cm und danach richtet sich dann auch nicht Platz. Also wie gesagt, das ist halt je nachdem, wie ihr es hinstellt. Die Komplexität, habe ich mir sagen lassen, ist eigentlich entspanntes Bauen. Aber ihr habt es ja gesehen, wenn ihr es dann zusammensetzt und ist ein bisschen auf tricky. Den Stand macht, ist es halt dann schon ein bisschen komplexer. Genau, deshalb sagen wir, guter Durchschnitt, das ist so ein guter Durchschnitt. Mhm. Ne? Und ja, als Bemerkungen, Besonderheiten, die ihr ja schon gesehen habt, habe ich mir aufgeschrieben, kann aufrecht stehend dargestellt werden. So. Und damit sind wir dann quasi auch schon eigentlich durch, gell? Richtig. Ein schönes Raumschiff in wirklich schönes Raumschiff. Weiß, Rot und Grau. Habe ich auch so, jetzt muss ich sagen, noch gar nicht gesehen. So. Die Farbkombination? Nur das Raumschiff. Ach, das Raumschiff. Es gibt ja so andere Raumschiffe, die hat man schon mal irgendwo gesehen. Das ist mir neu. Ja, das ist... Aber ich bin da auch nicht mehr so drin, gell. Ja. Ich bin... Bist da raus? Ja. Gut, in diesem Sinne... Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr, viel mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ja, das ist hin und weg von dem Ding. Ich habe das noch nie gesehen. Also andere Raumschiffe, die kennt man, aber das habe ich schon. Also Robocop guckst du 3000 Mal durch, aber... Robocop ist ja auch was ganz was anderes. Das ist eher so meine Altersklasse. Ne? So. Das ist wohl richtig. Ja.